So, hip hip hurra geht's nach über einem halben Jahr Unterbrechung weiter mit Silent Hunter 3 mit GWX 3.0. Und ich glaube, ich habe es im letzten Part schon angesprochen, dass ich jetzt diesmal einen Angriff auf den Geleitzug filmen möchte. Und mir wurde vor ein paar Stunden einer per Funk gemeldet, der so von Nordwesten her kommt und entsprechend mir jetzt, da ich gedreht habe, genau entgegenläuft. Und ich habe halt vor, jetzt von unten, also direkt von Süden, beziehungsweise von vorne aus Sicht vom Konvoi hineinzulaufen, dass ich in eine wirklich gute Schussposition komme. Also nicht groß irgendwie rummanövrieren muss, sondern einfach dort warten und eben hoffe, dass ich da dann auch eben was draus mache. Also ich hatte es, glaube ich, auch schon mal gesagt, Hafenangriffe wie das letzte Mal liegen mir deutlich besser als Konvoiangriffe und werde in erster Linie zusehen, dass ich da herauskomme und guck mal, was ich halt so reißen kann. Jedenfalls werde ich den LI, der auch die Qualifikation als Mechaniker hat, später eventuell noch brauchen. Daher schicke ich den jetzt erstmal in den Heckraum in die Koje, dass er sich ausruht. Den Navigator, den ich jetzt fürs Erste nicht brauche, setze ich dann halt stattdessen als LI. Ihr könnt auch alle in die Koje. Und eben, all das ein halbes Jahr nichts mehr kam und jetzt so plötzlich wieder, dass ich wieder die Zeit dafür habe, liegt schlicht und einfach daran, dass die Segelflugsaison um ist und ich jetzt eben wieder mehr Zeit habe und ich hoffe mal, dass ich dadurch auch jetzt den Winter über mehr bringen kann. Andererseits gehe ich aber halt auch direkt in den Endspurt aufs Abi und verarsch mich. Muss halt einfach zusehen, wie ich so die Zeit habe. So. Aha. Und die kommen offenbar von da so ungefähr. Was heißt, ich gehe auf Seerohrtiefe und ein bisschen weiter westwärts, dass ich einfach auf so 4000 Meter hoffe ich rankomme. Also ich schätze mal, dass die Frachter ungefähr da in so einem Quadrat sind und eben möchte halt näher ran, dass ich die Torpedos auf hoher Geschwindigkeit schießen kann. Und sobald mein Boot vollständig weggetaucht ist, gehe ich dann auch vom Gas, um weniger Lärm zu machen. Also jetzt möchte ich zunächst mal so schnell wie es geht unter Wasser verschwinden und ab jetzt leise sein. So. Also da allein an den Peilungen kann man sich ja schon vorstellen, dass das ein rechter Brocken ist. Und ja, jetzt sieht man es auch. Oh, und das da ist irgendwas Dickes, also mindestens ein Kreuzer. Vielleicht sogar derzeit noch nicht hörbar. So, dann gehen wir mal weiter und probieren nochmal. Und ich habe ihn immer noch nicht auf dem Schirm. Ah, das interessiert mich jetzt echt und also den lasse ich mir nicht durch die Lappen gehen, was auch immer das ist. Das ist eine Nelson-Klasse, wie ich es auch schon in Scapperflow versenkt habe, also ein Schlachtschiff. Und den lasse ich mit Sicherheit nicht entkommen. Mein Primärziel ist mir jetzt schon klar. So, normalerweise wurden die Geleitzüge ja wirklich bei Nacht im Schutz der Dunkelheit, nicht wie jetzt im Morgengrauen, angegriffen und eben über Wasser außerhalb der Sichtweite, also eigentlich als Torpedoboot ranfahren, die Torpedos versenken und dann nach Unterwasser fliehen.
Und das liegt mir überhaupt nicht. Daher fahre ich eben einen astreinen U-Boot-Angriff im Seerohr, nutze es aus, dass man mich nicht sieht und fahre halt deutlich näher ran, probiere es damit was zu reißen. Was ich aber schon mal mache, ist sämtliche Torpedos auf Kontaktzünder stellen, weil auf die Distanz Magnetzünder halt einfach mit Sicherheit eigentlich zu früh zünden werden. Das, was ich schon mehrmals angesprochen hatte in den ersten Parts mit den Fehlzündungen durch Schwankungen im Erdmagnetfeld. So, dann gucken wir mal. V5 benutze ich ganz sicher nicht. So, die sind alle 4700. Mittelgroßer Tanker 5300. Und hier gefällt es mir ganz gut. Ja, perfekt. So, der kriegt schnell und Kontaktzünder auf 5 Meter. Da müsste das dann sitzen. So, dass der... Moment, wo ist die Laufbahn? Ja, das gefällt mir so ganz gut. Aber Moment, auf Rohr 2, weil die Rodney einen Dreierfächer aus Rohr 1, 3 und 4 kriegt. Nochmal gucken, Kontakt und schnell, das ist gut so. Die Rodney ist verdeckt, doch nicht. So. Salve 134. Schnell und Kontakt. Öffnen. Los. Und verpissen. Also, ich bin jetzt die Zeit davor recht sinnloserweise hier vor England rumgekreuzt und hab in der Zeit halt im St also es war die ganze Zeit Sturm ohne Sicht. Und offenbar habe ich die ersten Schiffe erwischt. Die Rodney macht schlapp. Und eben. Jetzt hatte ich die ganze Zeit schon verlabert und hat es gar nicht egal. Also ich war davor hier 4 Wochen im Sturm ohne Sicht sinnloserweise rumgekreuzt und habe derzeit halt 4 Frachter mit dem Deckgeschütz versenkt. Und weil ich das Ganze auf kürzeste Distanz gemacht habe, gab es dabei halt den ein oder anderen Rempler. Und ich habe eben mein Boot dabei so weit beschädigt, dass ich jetzt ein bisschen vorsichtig bin, wie tief ich tauche. Und der Tanker hält sich offenbar doch noch. Jedenfalls passe ich jetzt ein bisschen auf, dass die mich nicht einfach so entdecken. Hoffe ich mal. Aber da scheint derzeit keine Gefahr zu bestehen. Beziehungsweise ich bin auch gerade in der nicht ungünstigen Lage, weil ich direkt unterhalb vom Konvoi bin und drehe mal lieber in die andere Richtung, dass ich noch weiter reinkomme, weil hier die begleitenden Zerstörer oder was auch immer hier Begleitschutz fährt, sehr eingeschränkt sind. Also die müssten dann die ganze Zeit um die Frachter herum manövrieren und das verschafft mir einen ziemlichen Vorteil. Und der scheint sich auf irgendeine Weise noch zu halten. So.
Gut, das gefällt mir jetzt doch nicht. Der läuft von links an. Das heißt. Grad Steuerbord. Ich gehe vor allem auch ein bisschen flacher wieder. Tiefe 3,9 Meter. So. Jetzt geht der Tanz halt los. Ruder 0 Grad. Ruder 3,5 Grad Backbord. So. Aber die haben keine Ahnung, auf welcher Tiefe ich bin. Hoffe ich zumindest. Ja, die sind total flach eingestellt. Das sind 10 Meter oder so. Also gehen die Deppen offenbar davon aus, dass ich noch auf Seerohrtiefe bin, oder? Da kann ich ja die Zeit nutzen und gucken, was der von mir angeschossene Tanker macht. Und der fällt vor allem zurück und hält sich aber weiterhin. So, von wo kommen sie diesmal? Das da hinten ist der Mond. Bin ich denn überhaupt, ist die nächste Frage. Ach da. Das heißt, sobald sie ihren Anlauf beginnen, gebe ich Gas. Behalt diesmal meinen Kurs. Geh mal auf 70 Meter. Tiefe 6, 9 Meter. Kleine Fahrt voraus. Ruder 3,5 Grad Steuerbord. Beziehungsweise jetzt hätte ich auch noch auf wahnsinniger Fahrt. Weiter bleiben können. Oh, die kommen bedrohlich nahe. Ja, jetzt kommen die schon deutlich besser. Muss ich halt zusehen, wie ich hier heile rauskomme. Ruder 0 Grad. Maschine von dem geht noch. Ah, der macht ja echt keine Anstalten zu sinken. Gut, die sind
weit ab. Also so weit ab, dass sie mir nicht schaden. Ja, und jetzt wirft er schon ganz am falschen Platz. Jetzt ist die Frage, wenn die Musik kommt, ob der eben angeschossene Tanker jetzt tatsächlich schlapp gemacht hat. Wo ist denn der? Also wenn der hier nirgendwo mehr ist, dann nehme ich das mal schwer an, dass der tatsächlich weg ist. Neben die Musik hier kommt eigentlich immer, wenn irgendwas sinkt oder... Also da der Ölfleck legt sowas schon mal nahe. Aber das... Ne, jetzt haben sie... Oder doch, stimmt, der ist jetzt auch... weg. Aber das Pingen hingegen bedeutet oder legt nahe, dass sie mich wieder geortet haben. Ne. Ja, die spucken an der falschen Stelle. Ja, ja. Warten wir noch eine Weile. Und dann können wir sogar einen zweiten Anlauf probieren. Noch den anderen Tanker rauszuschießen. Also da hinten habe ich noch einen großen Tanker gesehen, da muss ich mal... Moment, das da ist auch noch einer. Jedenfalls warte ich noch so lange, bis die Korvette dort oben die Angelegenheit für erledigt befindet. Und eben probiere es dann nochmal. Okay, ich nehme alles zurück. Wo ist denn der? Da. Gut, was heißt, sobald der seinen Anlauf beginnt, gehe ich nach links auf den zu. Zwar ab. Jetzt so. Bei Maschine aus ist der Kraft voraus. Ruder 3, 5 Grad Backbord. Also ich hoffe mal, dass es den Leuten dort oben auf der Korvette reicht, mich so lange unter Wasser gedrückt zu halten, bis der Konvoi in sicherer Entfernung von mir ist. Also wie es bei den normalen Geleitschiffen eigentlich auch die Aufgabe ist. Also es gab dann später im Krieg noch die sogenannten Hunter-Killer-Gruppen, die explizit zur U-Boot-Jagd da waren mit Flugzeugträgern, Zerstörern etc. und die dann auch wirklich geschmissen haben, bis sie sicher waren, dass das U-Boot versenkt war. Während hier die Konvoi-Eskorten halt vor allem die Aufgabe haben, den Konvoi zu beschützen, was heißt, mich unter Wasser zu halten, bis der Konvoi wieder in sicherer Entfernung ist, und die können sich ja auch nicht ewig von dem entfernen. Und was scheiße ist, ist, dass ich jetzt von zwei Korvetten angegriffen werde. Schweine. Schweine. Dann gehe ich diesmal rechts rum. Ruder 3, 5.
Und ja, mit zwei Verfolgern hilft eigentlich nur noch ausharren. Vielleicht wäre es klüger gewesen, wie die mich vorhin verloren haben, anzuhalten und einfach so zu tun, als wäre ich ein Loch im Wasser. Dann kann ich ja hier mal unterdessen meine Besatzung hin und her schieben. Aber wirklich gut werfen tun die ja nicht, also bei mir ist noch gar nichts eigentlich passiert. Dann kann ich natürlich auch probieren, so nach dem Motto, wer viel wirft, hat bald nichts mehr, einfach auszuharren, bis die alle ihre Wasserbomben weg haben. Und soweit ich weiß, haben Korvetten nicht allzu viele an Bord. Ich kann halt hoffen, dass ich... Also eben mit zwei Angreifern machen Ausweichkurse eigentlich kaum Sinn, weil einer mich die ganze Zeit verfolgen kann. Also Fühlung halten. Und... ja, da sieht man auch immer wieder, dass einer anhält. Und bei einem gerade eben direkt unterhalb eine Wasserbombe detoniert ist, was den eigentlich nicht gut tut. Und eben, also eben was ich meinte, man sieht halt immer wieder, dass einer stehen bleibt, während der andere anläuft und die Wasserbomben wirft. Weil halt einer per Sonar die Fühlung hält. Und der andere eben unterdessen angreift. Und eben, dadurch kann halt einer immer hören, was ich gerade mache. Dadurch macht es eigentlich praktisch keinen Sinn, irgendwelche Schlangenlinien oder so zu fahren, weil die das immer mitkriegen. Es ist halt blöd, dass ich durch meinen doch nicht unbeschädigten Rumpf ein bisschen eingeschränkt bin in meinen Möglichkeiten, was Tiefenmanöver angeht, weil ich halt mal vorsichtshalber nicht tiefer als 80 Meter gehe, eben weil ich ein paar ziemliche Rempler hatte. Gut, jetzt bin ich vielleicht wirklich raus. Ja, jedenfalls mache ich jetzt, was ich gerade eben vielleicht hätte machen sollen und tue einfach, als wäre ich nicht da. Hoffe, dass das Ganze bald ein Ende findet. So, jetzt sehe ich mich nochmal um, ob hier irgendwo eine Korvette in der Nähe ist, aber... dem scheint ja nicht so zu sein. So. Jedenfalls die Schleichfahrt hebe ich mal auf und schicke meine Torpedobesatzung vor in den Bugraum. Sieh zu, dass die mir hier einmal schön nachlädt. Und dann starte ich noch einen zweiten Anlauf auf den verbleibenden Tanker und gucke, ob ich vielleicht sonst noch was rausbringe. So. Gut, ich bin noch mal kurz weg.
Oh, dachte, da war was unten. Na, jedenfalls scheint da ja nichts mehr zu sein. Und ich leg meinen Kurs so, dass ich wieder auf dem vermuteten Kurs vom Geleitzug hier bin. Vorne um 10, hinten kommt auch auf 5. Und das erste, was ich mache, ist einen Statusbericht senden. Ja, das ist wieder ordentlich. Und ich denke mal, nach dem Angriff werde ich auch einen Rückmarsch antreten. Also weil ich praktisch keine Torpedos mehr habe, mein Diesel auch langsam zu Neige geht. Gut. Kann ja der unterdessen als Wachoffizier auf die Brücke, dass der halt einfach, wenn es wirklich drauf ankommt, wieder klar im Kopf ist. Das sah gerade eben so aus, als würde das Spiel sich aufhängen, daher mache ich davor lieber eine Sicherheitskopie, falls mir irgendwas abkackt. Also eben, ich hatte es ja, glaube ich, gesagt, dass es in letzter Zeit immer mal wieder unzuverlässig lief. Das brauche ich nimmer. Hoffe ja eigentlich, dass ich irgendwo hier in die Richtung, also habe ich ja ganz falsch gesucht. So. Beide Maschinen AK voraus. Sind sie also da? Irgendwie sowas vermute ich. So, und jetzt geht nämlich das los, was ich davor unbedingt vermeiden wollte. Nämlich, dass ich zusehen kann, wie hier von hinten dann doch noch an den Geleitzug rankommen, wenn das denn überhaupt ist. Und irgendwie ist das ja offenbar doch eine einzeln fahrende Korvette. Aber es sieht zumindest vom Lack her so aus wie die, die mich gerade eben, oder eine von den beiden, die mich gerade eben behakt haben.
Gut, Planänderung. Scheiße. Moment, ich kann ja glaube ich sagen, er soll mir das nächstgelegene Schiff mal. Irgendwo so Richtung. Aha. Zu null. So, mal gucken, kriegt er da was? Ja. Aber warum auch immer kann ich den im Seerohr nicht sehen. Und inzwischen ist der verdammt nah. Und ich kann nicht zielen, weil er den nicht erkennt. Das liebe ich. So, nächster Versuch. Nein, darf ich offenbar immer noch nicht. Das sind 5 Meter, die ich da brauche. Mache ich mal wieder meinen Rettungsschuss, um irgendwie zu probieren, mich hier noch aus der Affäre zu ziehen. So. Mal sicherheitshalber sowohl Bug als auch Heckrohr frei halten. Jetzt warten, bis er nah. Ah, und jetzt fängt er natürlich an, seine Schlangenlinien zu fahren. Zora, da kommt die Katze. So, probieren kann man es ja. Nee, oder? So, ja, jetzt wird's eng. Jetzt wird's richtig eng. So. Wo ist denn der jetzt? So, was heißt, ich bin immerhin tief genug, um Ram zu vermeiden. So, und warum auch immer bin ich gerade total am Durchrauschen. Wo ist denn der jetzt gerade? Kommt quer. So. Ja, das war jetzt ein klassisches Eigentor, was ich da gerade eben gemacht habe. Nächster Versuch.
und es ruckelt total. Die ganz große Frage ist, warum? So, wo ist denn der? Ja, jetzt habe ich es geschafft. Den bin ich los. So. Gut, immerhin. Ah, da sieht man das ganz Nettes. Die Flower Mod Korvette, wie auch immer man sie nennen mag, ist nämlich aus Silent Hunter 5 eingebaut. Und bei den Schiffen aus Silent Hunter 5 ist da nicht bloß so ein schwarzes Sollbruchstellending, wenn der Kiel reißt, sondern da wird auch der Innenraum vom Schiff so ein bisschen ansatzweise dargestellt. Ist ganz nett. Also ich habe ein paar Schiffe aus Silent Hunter 5 eingefügt. Und das sieht man hier so nicht schlecht. Naja, jedenfalls mache ich mich jetzt, glaube ich, auf den Weg heim. Muss ich gucken, wie es mir reicht. Vielleicht gehe ich nur bis Helgoland. Da gehe ich einmal außen rum. Auftauchen. Vorne um 10, hinten kommen auch auf 5. Jedenfalls ladet die mir mal wieder die Torpedos nach. Und beide Maschinen halbe Fahrt voraus. Beziehungsweise ich verlasse jetzt vor allem schnellstmöglich den Gefahrenbereich, weil die jetzt wissen, dass ich hier unterwegs bin. Und eben dadurch, dass ich bei der letzten Fahrt mein Boot ziemlich zu Schrott gefahren habe, ist halt inzwischen Februar 1940, also es war 5 Monate in Reparatur. Moment. Nee, nicht ganz. Wie komme ich denn auf den Scheiß? 3 Monate in Reparatur, ich bin im Januar raus. Und eben inzwischen ist halt hier doch die... sind die Küstenpatrouillen ein bisschen aus dem anderen Holz geschnitzten, immer so sehr Tontauben schießen. Da mache ich mich hier einfach, bevor jetzt irgendeine große Suchaktion beginnt, schleunigst aus dem Staub. Und, ich denke mal, ich, ja, also eben, ich habe jetzt hoffentlich, wie ich schon gesagt habe, den Winter über mehr Zeit, ich habe es auch schon mal gesagt, ich mache die Videos vor allem, wenn ich meine Ruhe habe. Das habe ich jetzt auch, da ich ein paar Tage sturmfreie Bude habe. Wenn sich irgendwas ergibt, mache ich nochmal ein Silent Hunter Video. Mit ein paar anderen Sachen kommen die Tage aber auch noch ein paar Videos nach, kann ich jetzt schon sagen. Und eben, ich denke mal, mit der Ankündigung kann ich dann auch das Video hier guten Gewissens, da ich einen mehr oder minder guten Geleitzugangriff hingelegt habe und mich auch wieder da rausgezogen habe, kann ich das Video guten Gewissens an der Stelle beenden. So, Nachtrag, hier bin ich doch nochmal und mir ist sowas Ähnliches passiert wie gerade eben. Zwar wurde ich ohne Vorwarnung, also dass die irgendwie davor entdeckt wurden, mit einem Mal von diesen 3 gleich Zerstörern hier beschossen und habe jetzt reichlich Scheiße am Stecken, weil ich halt von 3 Stück gleichzeitig angegriffen werde. Und kann jetzt irgendwie zusehen, dass ich mir die alle 3 auf ähnliche Weise wie gerade eben die Korvetten, die Korvette vom Hals halte. Nur ist es halt bei Zerstörern ungleich schwieriger. Vor allem, wenn es mehrere sind.
Na, kann ich eigentlich nur hoffen, mit einem ähnlichen Trick nochmal wegzukommen. 4000. Nächste Frage, sind das alles dieselben? Ja. Der umläuft mich so weit, dass ich den bald mit dem Heckrohr krieg und... Mann, 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 Mann. So, jetzt geht der Stress los. Also einen habe ich erwischt und die gesamte Torpedomannschaft kommt mal in den Hecktorpedoraum, das... Weil ich da noch Torpedos über habe, die eventuell entsprechend schnell nachgeladen werden könnten. So ein einer immerhin. Mit dem könnte ich noch fertig werden. Derzeitige Tiefe 3-0. Wenn ich es schaffe, in der Zeit, in der mich verfolgt, die Torpedos nachzuladen. So, jetzt gehe ich mal lieber in die andere Richtung. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Dann kann ich abwarten, bis der die Torpedos wieder hat und danach dann irgendwie probieren. So. Beide Maschinen AK voraus. Der kommt schon mal sicherheitshalber in die Reparaturbesatzung, dass ich die dann nur noch dahin schicken muss, wo ich sie brauche, falls irgendwas zu Bruch geht. So, das ist schon wieder am Abkacken und ich mache wieder eine Sicherheitskopie.
hat man vielleicht gemerkt, dass es wieder ganz leicht geruckelt hat. Und das ist halt beim Seilentanter immer ein böses Zeichen, weil es gut sein kann, dass der dann als nächstes gänzlich abstürzt. Moment, ich nehme mein Headset zurück, zurecht, was langsam anfängt zu drücken. So. Gut. Na, der ist ja bald geladen. Und kann ich es probieren, gleich mich mit dem Hecktorpedo hier rauszuschießen. So, ich habe natürlich keine offiziellen Navigationskontrollen. Scheiße. Ruder 0 Grad. Und der hat mich wieder. Jetzt kann ich es probieren, mich mit dem Hecktorpedo hier herauszuhelfen. Beziehungsweise jetzt wieder so rum, um den irgendwie hinter mich zu bringen. So dass ich dann als nächstes mit dem verbleibenden Hecktorpedo irgendwie zurechtkomme, mir den vom Hals zu schaffen. Schnell. Moment, andere Richtung. Na, einen Versuch war es wert. Jetzt habe ich natürlich keinen mehr über Scheiße. So eine Scheiße. Die genau tief halten. 2-0. Ja, eben der Torpedo, den ich noch hatte, wäre ein Versuch wert gewesen. Ich habe ihn ganz, ganz knapp daneben geknallt. Das ist natürlich mal wieder. Und ich muss nach wie vor mit der Tiefe aufpassen, dass ich nicht zu tief gehe.
Also das ist jetzt wirklich eine knifflige Lage. Scheiße. Na, jedenfalls können die jetzt auch noch da helfen, wo sie sich nützlich machen. Boah. Ruder 3,5 Grad Steuerbord. Ausweichpause an. 2,8 Beide Maschinen, kleine Fahrt voraus. Außerdem habe ich hier, glaube ich. Na doch. Mal selbst wenn, wird es mir nichts nützen. Ruder 3,5 Grad Steuerbord. Na, das ist jetzt schon nicht mehr ganz so gut. Langsam verliert er mich. Tue ich wieder so, als wäre ich einfach ein Loch im Wasser. Und es nützt mir nichts. Bei Maschinen äußerste Kraft voraus. Ruder! Ruder 0! Die Katze nebenan guckt sich das alles an. Ruder 3,5 Grad Steuerbord. Ach, jedes sind noch die Trümmer von dem einen, den ich... Oh nee. Ah, jetzt geht's wieder. Hat er sich gerade eben wieder festgebackt, dass die Kamera, soweit es irgend geht, runtergeht. Also. Nur die Rettungsboote sind weg. Aha.
Da hat es mich jetzt von den Detonationen ein paar Meter unter mir, ein paar Meter gehoben. So, wo ist der? Da, dann gehen wir mal links hinweg. Und gehen wieder geradeaus. Also das ist jetzt wahrscheinlich auch so eine Hunter-Killer-Group, wie ich sie vorhin angesprochen habe. Nur halt in ein bisschen kleiner. Aber die auch nicht das Ziel haben, mich abzudrängen, sondern ganz klar mich zu versenken. Genau da habe ich gerade reichlich Scheiße am Stecken. Ja, jetzt hat er mich nämlich schon wieder. Da ist er. Und ich bin... Da, was heißt, diesmal gehe ich links rum. Auszuweichen, sobald er anläuft. Bruder, drei... Mann, mit dem ist nicht zu spaßen. Mache ich mich wieder rechts rum aus dem Staub, so dass ich einfach nur von dem Typ wegkomme. Aber der hat offenbar keine Wasserbomben geschmissen. Vielleicht hat er auch schon keine mehr. Ja, das ist erledigt. Ich würde sagen, ich kann die Schleichfahrt aufheben und zunächst mal die Schäden draußen reparieren. Schicke dann die Mannschaft in die Kojen und die Offiziere wieder dahin, wo sie hingehören. Und kann dann, glaube ich, ansonsten mich getrost weiterhin auf den Rückmarsch machen. Und habe mich auch hier wieder erfolgreich herausgezogen und mache jetzt hoffentlich endgültig, dass das Video hier auch zu Ende ist und nicht nochmal irgendeine Scheiße am Dampfen habe.